Da werde ich jetzt einfach mal ein paar Äußerungen von Eltern aufgreifen, die wir immer wieder erhalten bezüglich dem MVH, dem Bussystem an den Schulen, die Schüler von A nach B bringen sollen, dass viele Busse einfach nicht zu den Zeiten fahren, wo die Schulen aushaben, wo die Schulen anfangen. Das heißt, Mütter, meistens sind es ja die Mütter, fahren ihre Kinder von A nach B, damit sie pünktlich zur Schule kommen oder wieder heimkommen. Teilweise sind die Busse völlig überfrachtet, auch in Corona-Zeiten. Und Stimmt. teilweise gibt es Busse, wo fast nur ein, zwei Menschen drin sitzen. Und das geht schon über Jahre so, wo sich Mütter beim MVH beschweren und es tut sich einfach gar nichts. Und dann fährt teilweise der letzte Bus in manchen Teilorten um 14 Uhr. Und dann erklärt man aber den Menschen, sie müssen mehr öffentlichen Nahverkehr benutzen. Wie passt denn das zusammen? Ja, also gut, ich muss sagen, HNV, das ist eine Kreisangelegenheit. Also das ist eine Aber Sie große sind ja Kreisangelegenheit. Kreistagsmitglied. Sie Ja, kennen sich genau. aus. Aber ich möchte nur das klarstellen, dass der Kreis hat quasi hat es unter sich. Genau. Und es ist also es muss besser finanziert werden. Also ich meine, das ist erstens, wir brauchen noch mehr Busfahrerinnen. Wir müssen auch uns überlegen, ob es richtig ist, dass wir immer neue Industriegebiete ansiedeln bei Vollbeschäftigung. Weil wenn wir keine Arbeitslosigkeiten haben, dann wird es immer so sein, dass Bereiche wie Busfahrer, Busfahrerinnen, kommunale Arbeiter, Arbeiterinnen, dass sie einfach hinten dran stehen und ganz schwer dann Leute bekommen für die Beschäftigung. Und das spielt eine Rolle bei HNV. Ich weiß zum Beispiel, dass unser Verkehrsminister Winne Herrmann viel Geld zur Verfügung gestellt hat, dass weitere Busse fahren können, um damit nicht so viele Menschen, nicht so viele Kinder in einem Bus sitzen. Aber Trotzdem das, gibt es diese überfüllten Busse in Hohenlohe. ja, genau, das wollte ich sagen, weil die Busfahrerinnen nicht vorhanden sind. Also man kann ja nicht plötzlich von der Straße Leute reinholen und sagen, bitteschön, wir brauchen jetzt noch ein paar Schichten, können Sie für uns einen Bus fahren? Also das geht nicht. Aber Insofern. gleichzeitig wird auch im Kreistag gesagt, dass der Hohenlohe, also der Nahverkehr ziemlich viel Geld kostet und dass man Es eher. kostet auch viel Geld. Es ist quasi ein Daseinsversorgung. Also wir brauchen ja eine öffentliche Aber Verkehr, ist aber der Kreistag sie macht überhaupt ja keine bereit, viel Geld Gewinne. zu investieren? Dann komme ich zum nächsten. Also der Kreis hat ja keine Taschen, wo sie Geld auf Seite legen und sagen, okay, da können wir ein bisschen was von unserem Sparbuchs rausnehmen und mehr Geld in unser Kreis ÖPNV stecken. Also da muss mehr Geld kommen. Und wir haben ja diese Regionalverkehrsgelder. Und die kommen von Berlin. Und sie kommen von Berlin, übers Land würden sie dann an den Kreisen verteilt. Und sie sind einfach zu wenig. Und wir haben, Aber und das kann ist der auch Kreis dank keine unserer Zuschüsse Verkehrs. machen? Bitte? Kann der Kreis da nicht Zuschüsse geben? Zuschüsse? Ja, finanzielle Zuschüsse? Ja, wo sollen sie das Geld Naja, ich meine, herholen? Landratsamt wird ja auch neu gebaut jetzt. Das kostet ja auch nicht so wenig und da ist ja auch Geld da. Ja, okay. Das ist das nächste Thema, was wir ganz gern anschneiden wollen. Aber ich sage das zu Ende. Diese Regionalgelder, die von Bund kommen, die sind für allen Bereichen, auch Straßen. Und dann muss ich sagen, okay, wir nehmen weniger Geld für die Straßen und setzen das in ÖPNV. Und dann bekommt der Kreis eben mehr Geld und mit diesem Geld können sie noch mehr machen. Sie können natürlich dann ein tolles Ausbildungsprogramm machen, wo sie sagen, wir machen Werbung für Busfahrer, Busfahrerinnen in Hohenlohe, damit wir mehr Leute haben, weil wenn natürlich irgendeiner krank wird oder ausfällt, aus welchem Grund auch immer, ist es ganz schwierig, da Ersatz zu finden, wenn man sowieso quasi nicht viel zusätzliche Möglichkeiten hat. Also insofern müssen diese Gelder, die vom Bund übers Land zu den Kreisen kommen, müssen besser werden. Ab 2020 hat unser Verkehrsminister Winnie Herrmann sehr gute Verhandlungen geführt mit Bund und hat wirklich das geschafft, mit den Kollegen zusammen
Die Grünen haben mehrere Verkehrsministerien in den Ländern und das ist quasi erhoben wurde um mehrere Milliarden und das Geld muss natürlich dann fließen und an den Kreisen verteilt werden. Also das heißt, ist die 2021 und die nächsten Jahre wird der öffentliche Nahverkehr besser finanziell ausgestattet werden und dementsprechend. Das auf jeden Fall, genau, das auf jeden Fall. Aber da kommt noch dazu, dass wir auch andere Finanzwege gehen müssen. Wir müssen die Kommunen anders ausstatten, dass sie die Preise günstiger machen können. Sie haben ja vorher gesagt, da völlig zu Recht, wie kann jemand auf sein Auto verzichten, wenn eine Buslinie gar nicht vorhanden ist? Das ist schon ein Problem und deshalb meine Partei setzt sich dafür ein, bessere Verbindungen, mehr Geld in der ÖPNV, damit die Leute tatsächlich sagen, klasse, ich sitze mich da in den Bus rein, habe keinen Stress, kann mir was lesen, kann mir schöne Musik hören, kann ich einfach die schöne Landschaft von Hohenlohe anschauen. Aber diese Angebote müssen natürlich kommen, das ist ja klar. Und wenn da nichts ist, dann muss man ein Auto nehmen. Also man kann ja die Leute nicht vorwerfen, zu sagen, ich fahre mein Auto auf Teufel komm raus, sondern häufig sind die Möglichkeiten nicht vorhanden. Und deshalb, meine Partei will diese Angebote ausbreiten, damit das so angenehm machen. Also das muss wirklich unser Ziel sein, dass die Menschen sagen, ich lasse freiwillig mein Auto in der Garage, weil es ist angenehm. Also ich habe da keinen Stress und ich komme auch pünktlich an und ich sitze nicht eine Stunde im Bus, bis ich endlich an meinem Arbeitsplatz ankomme. Also das sind natürlich die Hürden, die wir überwinden müssen. Deshalb, es geht nicht darum, irgendwie den Finger irgendwo hinzuzählen und sagen, du solltest ÖPNV fahren, sondern es geht darum, die Angebote darzustellen, dass die Möglichkeit vorhanden ist. Und jetzt komme ich auf dem Umschwung zum Kreisgebäude, neue Landratsamt. Also, was soll ich da sagen? Also, ich meine, es ist in der Tat so, dass in diesem, also es gibt kein Landratsgebäude, es gibt ein Geflecht von Gebäuden. Sie sind überall, unser Landrat mit ihre quasi mit ihr Arbeitsgebiete. Wir wissen, in Berlin werden viele Sachen entschieden, aber dann müssen die Kreisen und die Gemeinden gucken, wie sie das ja durchsetzen. Also das ist so ein Beschwerde, die man immer wieder hört von der kommunalen Ebene. Wir sollen es machen, aber wir bekommen ja gar keine Unterstützung, dass wir das umsetzen können. Und so hat der Kreis, das Landratsamt immer mehr dazu bekommen und hat natürlich überall geguckt, wo können wir unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterbringen, um diese Arbeiten zu bewältigen. Insofern, es ist ein Geflecht, es ist nicht ein Gebäude. Und das kostet, und viele von diesen Gebäuden sind alt, in einem schlechten Zustand, einen schlechten energetischen Zustand. Und da gibt man sehr viel Geld aus. Und auch in dem Landratsgebäude selber. Es gibt da, man musste das auch wirklich grundlegend renovieren. Klar, wenn wir jetzt sagen, wir bauen ein neues Gebäude, dann ist es in dem ersten Moment viel Geld. Aber langfristig ist es günstiger. Also das ist ein Punkt. Wie viel soll denn Stand jetzt das neue Kreishaus, Kreishaus wird es jetzt genannt, nicht mehr Landratsamt, wie viel soll das denn aktuell kosten? Weil die Zahlen schwanken ja da schon ziemlich stark. Das stimmt. Also, und warum schwanken sie? Weil man hat natürlich verschiedene Projekte, verschiedene Modelle. Und ein Modell war quasi da gegenüber vom Kaufland, dieses Grundstück da zu nehmen und da zu bauen. Und jetzt ist man doch, hat eine Lösung genommen, die übrigens meine grüne Kreiskollegin, die Simone Richter, Köbel-Richter, das war ihr Vorschlag, das wurde aufgegriffen, dass wir an dem bestehenden Gebäude doch
eine quasi eine Neubau macht sozusagen und versucht gewisse Sachen zu integrieren, die vorhanden sind. An welchem bestehenden Gebäude? Das Gebäude direkt neben dem Künzelsauer Rathaus? Genau. Also dass man da eben einen Neubau da macht. Und so ist es eine ganz neue Situation. Also ich musste da wirklich nachschauen, quasi die Zahlen hier zu sagen. Ich habe sie leider nicht im Kopf, muss ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall weniger als das, was ausgegeben wurde, wäre das Gebäude da hingekommen gegenüber von Kaufland. Aber ich möchte noch etwas sagen zu diesem Projekt. Erstens, langfristig geben wir mehr Geld aus und Klimaschutz spielt da auch eine Rolle. Also wir haben ja die CO2-Bepreisung, also das heißt, diese schlechte Ausstattung, das wird uns mit der Zeit immer mehr Geld kosten. Also da ist ein Neubau langsichtig, langfristig günstiger. Und dann aber ich glaube, wir reden ja schon über eine Zahl, also 130 Millionen waren es, glaube ich mal. Das dauert ja schon Jahrzehnte, bis sich das auch amortisieren würde oder wird. Das ist nur ein Baustein, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Der größte Arbeitgeber und der größte Vertragsvergeber, Vergeberin ist öffentlicher Haushalt. Und das heißt, das Geld, was wir hier ausgeben, das führt dazu, dass Handwerker Aufträge bekommen, das führt dazu, dass Firmen Aufträge bekommen. Und wir müssen sehen, wir kommen jetzt aus dieser Corona-Zeit, wo wir wahrscheinlich mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, zu tun haben. Also es muss ein Uraufgabe vom Staat sein, dass wir Arbeit erzeugen. Und so findet es statt hier mit dem neuen Landratsgebäude. Und es ist so, wenn wir Geld vergeben für Aufträge, das bedeutet, die Firmen verdienen Geld, das bedeutet, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verdienen Geld. Alle bezahlen Steuern. Und ein Teil von dieses Geld, was wir ausgeben, kommt wieder der Staat wieder zugute, weil sie Steuern bezahlen. Und diese Menschen, die Geld verdienen, die gehen zum Friseur, die kaufen ein, die gehen shoppen, die machen alle diese Sachen. Und ich habe Betriebswirtschaft studiert und das habe ich noch im Kopf. 1 Euro, was ausgegeben wird, erzeugt 9 Euro in der Umlauf. Also wenn wir nichts mehr ausgeben als öffentliche Hand, dann tut es unsere Wirtschaft überhaupt nicht gut. Und das darf man nicht vergessen. Also insofern, ja, es ist ein Kreislauf. Die ja erwirtschaftet wurden von den Steuerzahlern, was wiederum ausgegeben wird für die Steuerzahler. Also letzten Endes ist ja ein geschlossener Kreislauf. Ist das so? Ist das so? Ja. Das ist unser kapitalistisches System, das ist unser Kreislaufsystem, ist so. Wir befinden uns in ein System, wo Kapital eben ausgegeben wird und wieder reinkommt. Wenn Sie sagen, das ist einer der größten Arbeitgeber, da könnten ja manche kritischen Stimmen auch sagen, naja, ich glaube an die 1000 Mitarbeiter, unabhängig davon, also Vollzeit sind da nicht alle von den 1000 Mitarbeitern, aber an die 1000 Mitarbeiter sind es mit Minijobber, mit Teilzeitkräften, die das Landratsamt hat. Da sagen ja auch einige kritische Stimmen, brauchen wir die alle? Können wir den Verwaltungsapparat nicht ein bisschen zusammenschrumpfen? Jetzt nicht nur auch den Hohenlohekreis gezogen, sondern auch generell. Da könnte man ja auch viele Kosten sparen. Auch in Corona-Zeiten, wo ich schon von diversen Leuten gehört habe, dass da ganz, teilweise in manchen Bereichen ganz wenig Arbeit ist. Und trotzdem diese Gehälter weiterlaufen, dass da keine Kurzarbeit stattfindet, wie in manchen anderen Firmen und Unternehmen, die richtig gebeutelt sind in diesen Corona-Zeiten. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Auf der einen Seite höre ich, und von ganz bestimmten Parteien höre ich diese
diese Beschwerde, dass man zu viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben. Aber interessanterweise sind es die gleichen Personen, die gleichen Leute, die sich beschweren, dass hier in Hohenlohe nicht genügend getan wird, nicht genügend umgesetzt wird. Also nee, ich habe das von keiner Partei gehört. Ich habe das von Mitarbeitern gehört. Doch, ich sitze im Kreis mit diesen Leuten. Ich habe das von Mitarbeitern gehört, die im Staatsapparat arbeiten. Und die haben mir gesagt, dass sie gerade teilweise relativ wenig zu tun haben. Und da gibt es ja auch, warum gibt es da keine Kurzarbeit wie in anderen Unternehmen? Könnte man ja auch einführen, wenn da wenig zu tun ist in Corona-Zeiten. Ja, gut, aber wenn wir Kurzarbeit bezahlen, das ist auch Staatsgeld, auch Steuergelder. Ich meine, da kommt es aufs Gleiche raus. Ich meine, das ist Ihr Argument vorher. Ich meine, Kurzarbeitergeld kommt vom Staat. Und das ist ja der Grund, warum wir einigermaßen gut durch diese Corona-Krise durchkommen, weil der Staat bereit ist, sehr viel Kurzarbeitergeld auszugeben. Also insofern sollte... Ich meine, wenn Sie sagen, sollen wir diese Leute jetzt kündigen, weil da weniger Arbeit vorhanden ist. Das finde ich ein bisschen willkürlich. Aber das sagt ja auch keiner, Frau Kern. Das ging ja nur darum, dass Staatsbedienstete oft andere, gerade in Corona-Zeiten merkt man es insbesondere, viele Firmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und das wissen Sie auch, dass die Staatsgelder das nicht hundertprozentig finanzieren. Da gibt es einen Zuschuss, mehr aber auch nicht. Aber ganz und viel umgekehrt Zuschuss. Ist es natürlich so, wenn dann Staatsangestellte oder Staatsbedienstete weniger zu tun haben, fragen sich dann andere Arbeitnehmer, warum die nicht genauso in Kurzarbeit gehen können, um diese Gehälter vielleicht ein bisschen runterzubrechen, wie es ja auch bei den Firmen dann angewandt wird. Dass man einfach von diesen ganz hohen Verwaltungskosten in so einer Krisenzeit ein bisschen runterfährt. Von Kündigung hat ja keiner was gesagt, das haben Sie jetzt in den Raum geworfen, aber das wurde ja vorher gar nicht gesagt, warum man da auch nicht versucht, in diesem Verwaltungsapparat den ein bisschen runterzuschrauben. Ja, ich meine, das ist eine berechtigte Frage, wo ich keine, ich weiß es nicht, ob da Kurzarbeitergeld in öffentlichen Bereichen bezahlt wird. Ich weiß nicht, dass Sie mitbekommen haben, dass manche Leute weniger Arbeit haben. Das ist quasi bis zu mir nicht angekommen. Insofern, das ist etwas, was wir dann in der nächsten Sitzung, wo wir sagen, okay, das müssen wir dann ansprechen. Aber das ist etwas, wo ich eigentlich keine Antwort drauf habe, wenn Sie sagen, es gibt... Regierungspräsidium Stuttgart hat uns auf Presseanfrage gesagt, dass es dass Kurzarbeit nicht angewandt wird im Staatsapparat, also in Stuttgart, in Baden-Württemberg. Das ist natürlich, wenn wir dann mit Staatsbediensteten sprechen, die uns sagen, sie haben eigentlich weniger zu tun und ja, ist ja für sie ganz schön, aber eigentlich ist es schon, wenn man andere Arbeitnehmer in der Industrie und Wirtschaft anschaut, ein bisschen unfair, dann ja, muss man da vielleicht auch in der Politik ein bisschen umdenken, gerade in so einer schweren Krisenzeit, wo es ja auch immer heißt, wir müssen alle zusammenhalten, jeder muss sein Päckchen tragen. Da kommen halt immer mehr Stimmen und das auch vor den Landtagswahlen, vor den Bundestagswahlen, wo auch viele Bürger dann auf die Straße gehen. Da sind wir dann bei den Demos, da sind wir nicht bei Klimademos, da sind wir dann bei Querdenker-Demos und so weiter, wo man dann diese kritischen Geister raufbeschwört, die sagen, das ist ja alles ganz ungerecht. Und da, die mögen jetzt Recht haben oder auch nicht Recht haben, aber da muss ja die Politik reagieren, ne, auf sowas. Weil sonst brodelt sich da vielleicht was zusammen, was vielleicht gar keiner möchte. Okay, also wie gesagt, ich meine von ein oder zwei oder drei, weiß es nicht, wie viele Leute sich so geäußert haben. Ich weiß zum Beispiel, Landratsamt Künzelsau sehr viele Teilzeitstellen hat. Und ich gehe davon aus, dass diese Teilzeitstellen ausgelastet sind. Ich weiß zum Beispiel in Öhringen, wie gesagt, da bin ich ja auch Gemeinderätin, dass in manchen Abteilungen, sie kommen absolut nicht nach, sie haben so viel zu tun, sie finden auch keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gerade im Bauamt, also sie würden sehr gerne weitere Menschen einstellen, sie finden einfach diese Leute nicht und insofern, ich habe da anders gehört. Ich habe gehört, dass sehr viel zu tun ist. Ich habe zum Beispiel auch gehört, Landratsamt wurden viele Menschen, die
ja, nicht ganz so viel zu tun haben, wurden quasi anders reingestellt. Die sind jetzt im Gesundheitsamt tätig. Also da gab es eine große Schwung Richtung Arbeiten im Gesundheitsamt. Ich weiß nicht, wie ursprünglich, aber ich weiß in der Zwischenzeit über 200 Leute da arbeiten. Und es zeigt auch eine gewisse Flexibilität, wenn man woanders eigentlich arbeitet und dann sagt der Chef, wir brauchen Leute im Gesundheitsamt, dass viele Leute bereit waren, dort auch zu arbeiten. Insofern, ich denke, man musste anhand von Zahlen festlegen, inwieweit diese einzelnen Stimmen die Mehrheit oder die Minderheit entsprechen. Also ich habe jedenfalls anders gehört. Und wie gesagt, vom Gesundheitsamt, die eine super Arbeit machen. Also wirklich, also ich bin sehr froh, dass wir so eine gute Gesundheitsamt haben hier in Hohenlohe. Die haben super Arbeit geleistet. Bei uns sind die Zahlen nach wie vor gering, relativ gesehen. Die machen eine gute Arbeit und da sind sie absolut ausgelastet. Ich habe auch gehört von anderen Bereichen, dass sie bis spät abends gearbeitet haben, gerade wenn man in diesem Corona-Bereich arbeitet. Ja, im Corona-Bereich mit Sicherheit. Bloß im Veranstaltungsbereich und so weiter, da ist natürlich eher mau.